Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Irgendwie ist mein Gesicht heute voll rot, aber ich möchte dieses What I Eat in a Day trotzdem drehen. Es ist nämlich kein normales What I Eat in a Day. Ich weiß, dass die immer auf sehr viel positive Resonanz stoßen. Allerdings wollte ich mal ein spezielles What I Eat in a Day machen, nur zum Thema, wie viel Obst und Gemüse ich am Tag esse. Denn Obst und Gemüse, besonders Gemüse, ist halt meiner Meinung nach der Schlüssel zur Gesundheit und presst euch das Zeug einfach rein, wie ihr könnt. Und heute wollte ich mal zeigen, wie viel ich davon esse. Ich habe jetzt dummerweise, wie ich das immer mache, vergessen, dass ich ein What I Eat in a Day drehen wollte. Deshalb ist es schon 12 Uhr und die erste Portion Gemüse ist jetzt quasi nicht drauf. Aber das ist nicht schlimm, denn das war einfach ein Salat mit dem Dressing, was ich euch letztens gezeigt habe. Ich verlinke euch das Video nochmal. Das Dressing, das eben aus zwei Rezepten von Chef AJ zusammengebaut ist. Und da hatte ich einfach zwei Möhren reingemacht. Also zwei so relativ große Möhren, so 15 cm, 15, 20 cm. Und dann einen kompletten Salatkopf. So irgendwie so ein Feldsalat aus dem. Nicht Feldsalat. Ich kenne mich mit Salatsorten nicht aus. Ich blende ein Bild von dem Salat ein. Den ich gestern im Bioladen gekauft hatte. Und ja, das war meine erste Portion Gemüse. Ich fahre jetzt gleich. Es ist Sonntag. Ich fahre jetzt gleich einfach ein bisschen rum. Ich mache das gerne, dass ich mir ein Buch mitnehme und dann irgendwie einfach in eine andere Stadt fahre, mich irgendwo hinsetze und lese. Und da habe ich mir jetzt schon Essen vorbereitet. Nämlich hier eine Dose mit ganz vielen Möhren und noch so drei Bananen, die weg müssen. Ihr seht halt, die sind schon so ein bisschen schwarz da. Nicht so geil, aber die müssen weg. Also wird das dann meine zweite Portion Gemüse sein. Schauen wir mal, wie viele heute noch im Laufe des Tages kommen. Ich war jetzt ein paar Stunden weg. 5, 6 Stunden, um genau zu sein. Und habe in der Zeit die Sonne genossen und habe viel gelesen. Und bin jetzt wieder zu Hause und habe mal geguckt, was ich noch an Gemüsevorräten habe. Ich werde mir jetzt gleich erstmal eine Zucchini und rote Beete in den Instant Pot machen und das dann später essen, zusammen mit Kartoffeln. Und ich habe jetzt gerade meinen Avocado geschlachtet. Schaut euch mal an, was das für eine perfekte Avocado ist. Unfassbar genial. Denn obwohl ich mich fettarm ernähre, heißt das nicht, dass so eine Avocado ab und zu mal sehr, sehr gesund ist. Sie enthält sehr gesunde Fette. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, Leute. Ja, aber die schmier ich mir jetzt auf Brot, das ich noch habe, das weg muss, weil es ansonsten schimmelt. Und jo. Ich zeige euch noch, was ich sonst noch an Gemüsezeug essen werde. Ach ja, und noch eine Frage vorab. Wie findet ihr das eigentlich, dass ich mir ein Bart stehen lasse? Weil nämlich einer in den Kommentaren meint, ich würde damit wie ein Penner aussehen, was ich natürlich erstmal ja, ziemlich vorurteilsbehaftet finde, von Obdachlosen erstmal so zu reden und die dann alle quasi über einen Kamm zu scheren und dass jeder, der einen Bart trägt, anscheinend ein Penner ist. Jo, wie findet ihr das? Work in progress. So, das werde ich jetzt noch essen. Entschuldigt gerade die Videoqualität. Das Licht ist gerade etwas suboptimal. Hier nochmal so 4 Möhren. Dann 3 rote Beeten, die werde ich noch schälen. Hier könnt ihr auch mal sehen, wie groß die ungefähr sind. Frisch vom Markt, aber ich mag die halt irgendwie nur ungeschält. 1 rote Zwiebel und diese Zucchini, die auch definitiv sehr, sehr groß ist. Das würfel ich alles, schmeiße es in den Instant Pot für ein paar Minütchen. Und gehe währenddessen noch spazieren. Das ist halt der beste Vorteil, der in dem WDR-Bericht zum Instant Pot, der letztens lief, ja, nicht erwähnt wurde. Man kann das Ding anmachen und dann weggehen und dann kommt man ein paar Stunden später und man muss halt nichts machen. Ich kann meine Kartoffeln aufsetzen, ich kann spazieren gehen und ich komme nach Hause 3 Stunden später. Und ja, es ist nichts passiert. Das Ding hat sich automatisch abgeschaltet, alles mega sicher. Das ist halt der Vorteil vom Instant Pot. Das ist jetzt mein Abendessen. Zum Vergleich, meine Hand hier, also schon eine Menge Kartoffeln. Ich glaube, so 5 waren neue Ernte aus dem Bioladen, sehr, sehr lecker. Und jetzt noch diese große Schale, die halt ungefähr auch, ne, so hoch ist, mit dem Gemüse, was ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist also so ungefähr, was ich am Tag an Gemüse esse. Und jetzt seid ihr dran. Wie viel Gemüse esst ihr am Tag? Jetzt war da das Obst eigentlich gar nicht drin. Doch, die Banane habe ich euch gezeigt. Ich wollte noch ein bisschen Wassermelone essen, aber habe ich doch nicht mehr geschafft. Jedenfalls, ja, schreibt mir mal, wie viel Gemüse ihr am Tag esst. Und vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere durch mich inspiriert, mehr Gemüse zu essen. Denn Gemüse ist super, Leute. Mehr Gemüse. Weltgesundheitsorganisation sagt inzwischen, glaube ich, auch, dass 5 Portionen am Tag nicht mehr ausreichen, sondern man 7 bis 10 essen sollte. Und selbst das ist ein bisschen wenig. Jo, bis dann.